Bernd, kurzes Fazit nach dieser Niederlage, die sicherlich bitter ist, da man gegen einen Konkurrenten tabellarisch gespielt hat. Ja, ich denke, wenn man nach 8 Minuten oder 9 Minuten das 1-0 bekommt, zweite Schüsse, du hast 2-0, da wird es natürlich brutal schwer, auf diesen Platz dann wieder zurückkommen. Aber nach dem 2-1 die Möglichkeit gehabt, den Anschluss zu schaffen mit dem Pfostenschuss. Aber so wie momentan ist die Seuche da. Und dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit den Elfmeter zum 3-0. Und da war eigentlich das Spiel schon weg. Die Mannschaft hat sich noch gewehrt, aber es war natürlich schwer, dann wieder ins Spiel zurückzukommen. Ihr habt ja jetzt seit einer Woche seid ihr mit einem neuen Trainergespann oder Interimstrainergespann. Peter Hogen ist nicht mehr als Trainer bei euch. Ist euch sicherlich nicht einfach gefallen, die Trennung? Kannst du mehr zu den Hintergründen sagen? Nee, es war eine ganz einfache Entscheidung. Der Peter ist schon am Samstag nach dem Spiel gekommen, hat ein Gespräch gesucht. Wir haben ein Gespräch gemacht. Da haben wir analysiert und sind am Sonntag nochmal zusammengesessen. Eine Stunde haben wir da drüber gesprochen und haben Pro und Contra abgewogen. Es war ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen den Trainer los, aber es waren dann Punkte da, wo man gesagt haben, vielleicht können wir nochmal eine neue Reiz setzen für die Mannschaft. Und deswegen ist der Impuls auch ein bisschen vom Peter ausgegangen. Und ja, dann haben wir uns immer saubere Sache getrennt, wie ich es noch nie in der Form erlebt habe. Wir waren am Donnerstag auch nochmal zusammengesessen, haben noch ein Bierle getrunken. Und der Peter war ja vielleicht zum Wohle des Vereins gehandelt und wir sind absolut nicht im Böse auseinandergegangen. Der Trainer oder der eingesprungen ist, Ole Schröder, stand ja nur für eine Woche zur Verfügung. Dementsprechend ist das Thema eigentlich schon gegessen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, momentan macht der Marius Messner weiter. Wir haben jetzt das Wochenende noch vor der Tür. Werden wir mal schauen, was das Wochenende bringt. Und wir lassen uns nicht unter Druck setzen, aber wir werden noch Gespräche führen. Und vielleicht können wir nächste Woche auch einen Trainer präsentieren. Wenn nicht, geht es so weiter, wie wir es jetzt haben. Wie kritisch ist die Lage gerade wegen der Tabellensituation und da man jetzt quasi ohne Trainer oder mit einem halben Trainer dasteht? Ja, die Lage ist kritisch, sehr kritisch. Das ist eigentlich schon 5:05. Ich denke, die Tabelle lügt nicht. Wir müssen in die Punkte kommen. Und wir schauen jetzt einfach mal diese Woche, wie es weitergeht. Ich kann ja jetzt nichts Genaues dazu sagen noch. Abschlussfrage. Wie gehst du damit um? Suchst du auch die Verantwortung für den Misserfolg vielleicht auch bei dir? Ich weiß es nicht. Naja, ganz klar. Ich meine, Misserfolg muss ich mich auch hinterfragen in einer Situation, ob wir auch im Sommer richtig gehandelt haben, ob wir den Kader so zusammengestellt haben, dass es erfolgreich sein kann, muss ich mich natürlich auch hinterfragen, wie jeder Spieler oder jeder Funktionär auch. Und da bin ich schon bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und es geht nicht spurlos an mir vorbei, muss ich ja schon zugeben. Bernd, ich danke dir vielmals für das Interview. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke.